Gute Idee. Dann wollen wir noch mal das Ding hier ausfüllen. Was brauchen wir? Wir brauchen Secondary Steam Engines MK2. Da oder für die Vorstufe hatten wir Fabriken gebaut. Boiler MK1. Boiler MK2 könnten ein Problem werden. Ja, da brauchen wir nämlich Tin für. Tin habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Das sollte ich mal ändern. Ja, ich habe mich gerade selber angegast. Ist okay. Hauptsache, das kommt hier mal weg. So, ein bisschen Roboter entlasten. Ich hoffe, die Roboter gehen nicht dadurch kaputt. Das wäre nicht so schön. Nee, anscheinend nicht. Gut. Ja, sind auch Roboter. Das heißt, wir könnten die ganze Welt vergiften und die Roboter würden immer noch weiterbauen. Ich glaube, das ist deren Plan. Aber sei es drum. Was wollte ich hier unten? Genau, ich wollte die da überprüfen. Die sollten jederzeit abgeholt werden. Das ist okay. Die auch. Die Boiler fehlten. Und die Tinplates. Genau, Tinplates wollte ich machen. Das heißt, ich lagere jetzt das Zink mal hier ein. Damit Zink hergestellt wird. Dann laufe ich nach Südosten, weil hier irgendwo Tin sein sollte. Eigentlich. Irgendwie. Achso, wo ich gerade diese blatante Sicherheitslücke hier sehe. Hier schon ein bisschen was bauen. Klein bisschen zumindest. So. Das kann ich theoretisch auch noch alles abreißen. Das Kupfer brauchen wir nicht. Was machst du da vorne? Geh weg, ganz schön. So, da ist Gold, da ist Kristall, da ist Kobalt. Ich hatte das hier schon weggebaut, ne? Ja, hatte ich. Wir haben es 21 Uhr, das ist doof. Da. Setz mal das hässliche Ding wieder ein. Ja. Finde Tin in diesem Matsch aus Grün. Es ist Stein, Stein, Stein. Okay. Also man kann es ein bisschen auseinanderhalten, aber... Tin. Ah, sehr gut. Die ist einigermaßen nah an der Basis und die da schnüffelt noch nicht. Wie viel ist da drin? Ach, 260, das kann ich fast selber abbauen. Da unten schon ein bisschen mehr. Habe ich genug dabei für so eine Fledermaus-Dingens-Geschichte? Nö. Bauen wir bitte zwei Solarpanels. Einen davon, was braucht man noch? Eine Kiste. Kiste ist kein Problem. Also, oh, warte mal, können wir vielleicht sogar beide gleichzeitig abbauen? Nimm mal so einen tollen Drill. Habe ich überhaupt noch einen tollen Drill? Nee, die habe ich oben hingebappt. Na gut, dann nimm den da, schmeiß den da drauf. Tu Kiste dahin. Solar Panels daneben und du hinten dran. Und Stromspardinger. So. Und ich hacke jetzt hier noch ein bisschen alleine drauf rum, damit ich die Sachen schon mal einschmelzen kann, damit wir schneller unser Tin kommen. Für irgendeine wichtige Sache war das. Genau, für die MK2-Boiler, für unser Muster oben. Also die Blaupause. Wobei ich schon fast den Verdacht habe, dass die Blaupause sich jetzt schon auflöst. Weil die halten echt nicht so lange. So, 130 haben wir schon. Wir brauchen eigentlich nur 10 Boiler oder so, ne? Ja, also genug Tin. Geh rein da. Mach zu. Oh ja, stimmt. An diejenigen unter euch, die schon mit der aktuellsten Dietech-Version spielen, also sind ja ein paar kleinere Patches rausgekommen, gibt es zufällig schon Sandsackmauern? Das wäre sehr interessant. Ja, nicht Sandsackmauern, sondern Sandsackbarrieren. Weil es gibt zwar Gates momentan, aber das sind halt nur, ne, Steingates mit 350 Lebenspunkten. Wenn ich die in eine Tungstenmauer einlasse, ist das eine dezente Sicherheitslücke. Also falls ihr da was wisst, wäre ich sehr interessiert daran. Weil deswegen baue ich keine, sondern hau mich immer durch, weil es mir sonst zu viel Schwachstelle wäre quasi. So, du geh mal hier unten irgendwo hin und schmeiß deinen
Tinderne Kiste. Einfach irgendeiner hier. Er wird nicht abgeholt. Ah, dann tust du halt gleich in die richtige, wenn du schon hier bist. Da. Was? Achso, da. Und wird auch gleich reingeschmissen. Ja Gott, da kommen die Sinnplatten. Boiler hatte ich nicht automatisiert, oder? Angriff? Angriff! Strom ist noch okay. Oh, Kack. Warum bleibt ihr stehen? Geht noch. Was reparierst du? Du reparierst nur die Mauern. Ja, das war komisch. Die sind kurz stehen geblieben. Problem ist jetzt, die sind alle tot. Das heißt, die Spawnpunkte sind frei geworden in der Basis. Das heißt, jetzt können die Könige kommen. Eventuell ist wohl der eine König schon losgelaufen, aber die brauchen halt ewig, bis sie hier ankommen. Muss ich im Auge behalten. Ich brauche viel mehr Akkus. Bau mehr Akkus. Und pop die hier unten irgendwo hin. Braucht viel zu lange. Ich will doch bloß die Kristallformation automatisch abbauen können. Das ist ganz schön garstig, dass man dafür die 5er Drills braucht, aber macht schon irgendwie Sinn, weil die Topaz-Türme sind super. Ich denke, ich werde trotzdem mal so zwischendurch wieder hier so ein bisschen, ne, drauf rumhauen, überlegen, was ich sonst noch so machen kann. Weil Spielercrafting ist unten links ausgelastet mit den Akkus. Die Construction Robots zerlegen den Wald weiterhin und setzen die Sandmauern, was ich aber gleich trotzdem noch weitermachen sollte. Und hier mal die Schicht rausnehmen, damit wir das später ersetzen können durch Sand. So, vierte Reihe. Ja, das hier ist auch komisch. Genau. Drehen. Zack, zack. Habe ich überhaupt einen Topaz gefunden? Ja, ein Topaz. Sehr gut. Das ist ja schon ein halber Turm, glaube ich. brauchen so viele davon. Warum holt ihr das nicht ab? Ich habe euch anfliegen sehen, aber ihr habt nicht eure Arbeit zu Ende gemacht. Diamond Ore, Ruby Ore, war alles useless, komm schon, ein Topaz noch. Diamanterz, ja. Diamanterz brauchte man ja früher für die richtig abgefahrenen Science Packs. Also, als es bei Ditech noch extra Science Packs gab. Das fand ich ziemlich abgefahren, aber auch ein bisschen interessant, weil man halt wesentlich mehr Platz brauchte für die ganze Forschungsgeschichte. Aber da haben sich wohl sehr viele Leute drüber aufgeregt und dann ist er jetzt zurückgegangen auf die Standardsachen. Was übrigens echt ein Kritikpunkt an dem Mod ist. Dass man nie weiß, woran man ist, wenn eine neue Version rauskommt, weil er alles Mögliche immer wieder total über den Haufen schmeißt. Es wäre schick, wenn das von vornherein ein bisschen nicht strukturierter gewesen wäre. Aber hey, trotzdem noch ein super Mod und ich finde es cool, dass er es macht. Weil so wirklich viele tolle Alternativen zu Ditech habe ich noch nicht gefunden. Also richtig massiven Mod, der tierisch viele Gebäude und vor allem auch neue Gegner einfügt. Es gibt dann noch Hard Choreo, aber das ist ein bisschen komisch. Ja, sonst habe ich auf die Schnelle nicht so wirklich was finden können. So, schmeiß die ganzen Kristalle mal rein. Irgendwo. Da. Achso, wir hatten sogar noch welche davon. Ah, okay. Weg. Ja. Gut, dann ein Abstecher zur Ostmauer, die bis hierhin richtig schnieke aussieht, abgesehen von dir. Aber jetzt wird es hier komisch, ne? Ja, hier fängt es an komisch zu werden. Immer komischer. Ups, das war jetzt nochmal eine Reihe zu viel. Weg. Nein. Weg.
Und das Ganze hier nämlich noch weg. Dann haben wir kurzfristig hier nur ein Feld Verteidigung, aber ja. So, bis hier. Und dann hier bitte. Dum, dum. Alles voll machen. Was für ein Flickwerk, alter Schwede. Hoch, 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 hoch. So, 1, 2 Abstand, dann Mauer. Jo. Du kannst weg. So. Und das ist irre praktisch mit den Robotern. Also ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin. Auch wenn es dadurch am Anfang ein bisschen zäher war, mit dem Hin- und Hertragen und so weiter. Aber jetzt ist es echt schick. Und wenn wir später wirklich mal die Ressourcen überhaben sollten, also ganz, ganz, ganz viele blaue Chips, und die dann aufstufen können, alle zu MK1, dann geht das richtig ab. Dann kann ich alles, aber auch wirklich jede Kleinigkeit hin und her fliegen lassen. Wie zum Beispiel auch das Erz. Dann bauen wir Außenposten mit Roboports und dann fliegen sie das Erz einfach hier hin. Auch wenn das ein bisschen übertrieben wäre. Und das wesentlich einfacher wäre, das da einzuschmelzen. Aber es ginge. Das ist der wichtige Punkt. Es ginge. Hatten wir nicht genau da oben. Ich hätte gerne Tungsten. Das ist viel zu wenig Tungsten. Aber du bist auch schwer abzubauen. Ist okay. Da hätten wir noch Kohle. Nee. Da hätten wir das Blei. Ist okay. Was sagt unser Versuch hier mit dem Strom? So. Strom. Es steht ja fast alles. Schick. Okay. Kisten fehlen. Okay, Kisten fehlen immer. Blaue Kisten. Ich glaube auch ein paar rote. So, bau die Kisten. Dann fehlen die Boiler. Ja, damit hatte ich gerechnet. Da müssten wir erst noch mehr Tin holen. Was inzwischen aber fertig sein dürfte. Ja, holen wir Tin und Stahl. Lass mich mal hier durch. Der erste Sand wurde sogar schon produziert. Sehr schön. Ja, also ich bin zuversichtlich, was Verteidigung angeht. Inzwischen. Das kriegen wir soweit hin. Und sobald der 5er Drill durch ist und die Topaz-Türme kommen, ne, ist das alles eh gegessen. Dann würde ich allerdings trotzdem noch ganz gerne gucken, wie inzwischen die Laser-Shotgun ist. Und die Laser-Panzer. Den habe ich ganz vergessen. Den könnte ich doch eigentlich zwischendurch mal so testen, oder? Habe ich noch gar nicht. Nicht mehr den normalen. Zeig mal kurz Tee. Ja, kostet nicht so viele Forschungspunkte. Der hier kostet ordentlich was. Okay. Da, Lasertank. Braucht Lasergun. Lasergun können wir noch nicht. Lasertank can also shoot rockets. 2500 Hells. 2,5 mal so viel wie der normale. Oh, Polished Emeralds. Hab ich. Aber ja, definitiv testen. Brauch einen Rocket Launcher und ein bisschen Tungsten. Ja, definitiv testen. Weil selbst wenn der Tank zerstört wird, wir sind immer noch drin in dem Tank und haben dann unsere zigtausend Schilde da. Das passt schon. Apropos zigtausend Schilde, bau mal ein paar Batterien auf Vorrat und hol mal ein paar blaue Chips ab von da unten. Da sollten ja eigentlich immer 200 auf Vorrat sein. Lalalala. Zing. Genau, her damit. Wir haben 2400 Grüne. Wir haben genug Eisenplatten, Kupferplatten. Stahl ist okay. Rote Chips sind nicht okay. Das heißt, da könnte ich ein bisschen was drehen. Warum arbeitest du nicht? Oh. Oh. Was ist hier los? Schon wieder Ölmangel. Hier, Speed. So, wir stinken jetzt alles voll. So, Öl. 5,4, 5,5, 5,6,
5,7. Arbeitest du auch mal? Also es steigt. Hier im Tank. Langsam. Aber es steigt. Und das ist genau das Richtige. Wenn es jetzt richtig rapide hochgehen würde, wäre es alles Verschwendung gewesen. Aber so ist genau richtig. Das heißt, jetzt müsste das hier auch laufen. Und ich denke, durch den Plastikmangel haben wir nicht so viele Rotchips gehabt. Das klappt dann also hoffentlich gleich auch wieder. Wobei das auch verbraucht wird, um die Sachen hier zum Laufen zu bekommen. Jungens, macht schneller. So. Ihr habt nicht genug. Noch mehr rausreißen, noch mehr schneller machen. So. 5,8, 5,9, 6. Immer noch nicht schnell genug. Okay, ich brauche die mehr von den Pumpjack MK2. Da, baue bitte 2 Stück davon. Und ersetze irgendwas oder bapp da einen hin. Aber ich glaube, das klappt nicht wegen der Ecke. Mach die ganzen Bäume hier weg, damit ich eventuell noch irgendwo ein Ölfeld finde. Da ist schon mal ein Kühlefeld versteckt. Weg, weg.